Ich muss euch was erzählen. Auf dem Weg zu euch ist mir etwas total Unheimliches passiert. Ich bin durch den Park zu euch gelaufen. Es war so still in dem Park. Keine Menschenseele zu sehen. Normal müssten Kinder mit Kostümen herumgeistern. Es ist doch Halloween. Ich habe den Kürbis mitgehabt. Den ich mitbringen sollte. Und lief zur alten Brücke. An der Brücke hat sich Nebel gesammelt. Und die Wasservögel waren total unruhig. Als ich dann auf der Brücke war, sah ich diesen Typen am anderen Ende der Brücke. Er hatte ein dunkles Gewand an mit Kapuze und bewegte sich kein Millimeter. Er stand einfach nur da. Ich hatte solche Angst. Happy Halloween? Er drehte sich um und sein Gesicht war ein Kürbis. Hallo, es ist Halloween, da will ich jemand verarschen. Nachdem ich seine leuchtenden Augen angeschaut haben, fing auch mein Kürbis an zu leuchten. Der Typ hat mich total erschreckt. Erst stand er vor mir und als ich mich umgedreht habe, um wegzurennen, tauchte er plötzlich wieder vor mir. Vor lauter Schreck habe ich diesen verdammten Kürbis fallen lassen. Und der Typ, der hat sich dann plötzlich in Luft aufgelöst. Ernsthaft? Wer glaubt an so einen Scheiß? Ach komm, gruselig ist es schon. Vielleicht war es ja der alte Jack-O-Lantern, der seinen Kopf verloren hat und einen Kürbis auf seinen Schultern trägt. Er kommt immer zu Halloween und sucht seinen Kopf. Komm, lass lieber feiern. Stromausfall? Fuck. Zum Glück haben wir Kerzen. Ach Leute, das ist mal die Sicherung, das passiert hier öfters. Geh mal mit schon. Ich komm mit. Alles klar, wir trinken weiter, oder? Wenn du musst.